Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute habe ich einmal ein paar Tipps und Tricks für euren Start mit dem Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Erst einmal ein Dankeschön an die Firma MySwoop, die uns das Telefon hier zur Verfügung stellt. Und wir legen direkt los mit der adaptiven Helligkeit bzw. der Beleuchtungsdauer. Ja, seht, wenn wir hier in dieses Menü gehen, haben wir hier so einen Balken. Da können wir die Helligkeit unseres Displays einstellen. Und wenn wir in unsere Einstellungen gehen und zu Anzeige, dann haben wir hier die Helligkeit und hier haben wir nochmal denselben Balken. Da können wir auch einmal die Helligkeit einstellen und dann können wir hier aber auch sagen automatische Helligkeit. Dann passt sich das Handy bzw. die Helligkeit eures Bildschirms automatisch eurer Umgebung an. Das zweite ist einmal anonyme Anrufe blockieren und dafür gehen wir einmal zu unserem Telefonsymbol hier, klicken auf die drei Punkte Einstellungen und dann Anrufer-ID und Spam und blockierte Nummern. Zuerst gehen wir hier hin, das ist schon angestellt. Das Telefon erkennt jetzt also Anrufer- und Spam-IDs und wird diese blockieren bzw. durchlassen und dann haben wir hier blockierte Nummern und da blockieren wir einmal alle unbekannten Nummern und dann könnten wir hier zusätzlich noch Nummern hinzufügen. Der nächste Punkt ist das automatische Drehen des Bildschirms und da können wir einmal hier in unser Menü gehen, Sperre der Ausrichtung, das ist jetzt angestellt, also gehen wir einmal in unseren Play Store und wollen dann einmal den Bildschirm drehen, das geht nicht. Wenn wir jetzt einmal zurückgehen, das ausstellen, dann seht ihr schon, dreht sich das Ganze automatisch mit. Das ist vor allem praktisch, wenn ihr zum Beispiel Filme guckt oder so auf eurem Handy. Der nächste Punkt ist der Dark Mode und da können wir auch einmal hier in dieses Menü gehen und dann einfach auf den Dunkelmodus klicken. Wir können aber auch in die Einstellungen gehen und hier dann zur Anzeige gehen und hier den Dunkelmodus auswählen. Unter Uhrzeit für Dunkelmodus einstellen, sagen, wann dieser aktiviert werden soll und wann dieser sich wieder ausstellt. Zum Beispiel, wenn der jetzt nicht permanent an ist, dann schaltet der sich heute Abend um 7:15 an und geht morgen früh um 6 Uhr wieder aus. Wir können aber zum Beispiel auch sagen, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Das nächste, was wir machen können, ist den Standort ein- oder ausschalten und dafür gehen wir einmal in die Einstellungen wieder und gehen hier einmal runter zu Standort und können das hier einmal anmachen. Das ist vor allem praktisch für so Google Maps zum Beispiel. Allerdings zieht euch das auch ein bisschen Akku, also wenn ihr es nicht braucht, dann könnt ihr es auch einfach gerne wieder ausmachen. Dann kommen wir einmal zum Thema 5G. Falls euer Mobilfunkanbieter und euer Handy 5G unterstützen und ihr zum Beispiel aber auf einem Flecken Erde wohnt, wo ihr das gar nicht empfangen könnt, gar nicht nutzen könnt, dann macht es Sinn, das Ganze einmal auszustellen und dafür können wir zu SIM-Karten und mobile Netzwerke gehen, dann hier Kongstar und dann zu bevorzugter Netzwerktyp. Wir können jetzt hier auch gar nicht 5G auswählen. Hätten wir das aber, würde unser Mobilfunkanbieter das anbieten, als auch unser Telefon, dann könnten wir das hier auswählen. Wir haben jetzt hier nur 2G, 3G und LTE, das ist auch völlig fein. Falls ihr das also nicht nutzen könnt, macht es Sinn, das auszustellen, damit euer Telefon nicht permanent danach sucht. Dann haben wir einmal den Screenshot und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir haben einmal hier An-Aus-Knopf und den Leiser-Knopf gleichzeitig drücken. Dann die zweite Option ist hier einmal aus dem Menü heraus ein Bildschirmfoto aufzunehmen. Dann können wir auch mit drei Fingern runterscrollen und wenn wir drei Finger auf dem Bildschirm lassen, dann können wir hier ein Teil-Screenshot machen. Können hier Speichern sagen und dann ist dies auch gespeichert. Wenn wir jetzt in unsere Galerie gehen und dann hier unsere Screenshots haben, können wir hier drauf drücken und das Ganze dann auch nochmal weiter bearbeiten. Das nächste wäre einmal der Fingerabdruck und dafür gehen wir einmal in die Einstellung und gehen dann zu Passwörter und Sicherheit und sagen dann hier einmal Entsperren mit Fingerabdruck. Einmal unseren PIN eingeben und dann Fingerabdruck hinzufügen. Einmal wieder unseren PIN eingeben und dann müssen wir hier auf den An- und Aus-Knopf drücken. Ich
bewege meinen Finger hier so ein bisschen hin und her, damit der auch alle Ecken und Kanten mitbekommt quasi. Genau. So, dann Gesichtsdaten hinzufügen. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Wir könnten das Ganze hier auch benennen. Ich lasse das jetzt einfach mal so und dann können wir fertig sagen. Fingerabdruck 2. Wenn wir das Ganze jetzt einmal sperren und dann unseren Daumen hier auflegen, dann funktioniert das ganz wunderbar. Das nächste wäre einmal App-Ordner. Um euer Telefon ein bisschen zu organisieren, könnt ihr App-Ordner erstellen. Und wir machen das jetzt ganz schnell einmal. Wir können einfach gedrückt halten auf einer App und das Ganze dann über eine andere App ziehen. Und da könnt ihr jetzt so viele Apps reinziehen, wie ihr möchtet, beziehungsweise bis euer Telefon euch stoppt. Ihr könnt das Ganze hier auch benennen. Und falls ihr eine App wieder aus diesem Ordner raus haben wollt, einfach gedrückt halten und aus dem Ordner ziehen. Selbst wenn wir nur eine App in dem Ordner haben, dann bleibt dieser Ordner bestehen. Das ist sonst meistens nicht so. Und wenn wir dann aber auch diese App rausziehen, dann verschwindet der Ordner. So, das waren jetzt auch schon die Tipps und Tricks für den Start mit eurem Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Hoffe, es hat euch geholfen. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Das heutige Video wird unterstützt von MySwoop. Bei MySwoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken.